Der Bund hat sich bereits gegen einen NPD-Verbotsantrag ausgesprochen, da die FDP nicht mitziehen wollte. Daraufhin beschlossen die Länder einen Alleingang. 15 Bundesländer haben für den Verbotsantrag der NPD gestimmt. Nur Hessen hat sich als einziges Land enthalten. Innenminister Boris Rhein bekräftigte heute noch einmal im Innenausschuss die Entscheidung der Landesregierung. Das Risiko ist, dass wir zum zweiten Mal es nicht schaffen, die NPD zu verbieten. Und das Risiko, hat die Landesregierung immer gesagt, wollen wir nicht eingehen, obwohl wir sehr intensiv zugeliefert haben in dem Prozess und in der Sammlung der Materialien, die gegen die NPD sprechen. Die große Gefahr besteht, dass wir überdies auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht durchdringen mit einem solchen Verbotsverfahren. Das wäre ein Ritterschlag, ein erneuter Ritterschlag für die NPD. Und ich finde, das Risiko sollte man nicht eingehen. Doch trotzdem, das NPD-Verbotsverfahren wird kommen, das steht fest. Doch Justizminister Jörg-Uwe Hahn hört bisher nicht auf, das Verbotsverfahren der Länder öffentlich in Frage zu stellen. Dies stößt in der Opposition auf Missmut. Es ist für uns ungeheuerlich, dass er bundesweit Presseaufmerksamkeit dahingehend gefunden hat, nur weil die FDP in der Bundesregierung entschieden hat, dass kein Verbotsantrag gestellt wird. 15 Bundesländer kritisiert, die es getan haben. Der Bundesrat hat nämlich entschieden, ein NPD-Verbotsverfahren zu initiieren. Und wir hätten uns eigentlich gewünscht, dass alle Demokraten einen gemeinsamen Schulterschluss auch machen gegen die widerwärtige rechtsextreme Partei. Der Entschließungsantrag wurde zwar abgelehnt, doch verbaler Gegenwind kann den Verbotsantrag nicht mehr stoppen. Wann allerdings das im Bundesrat beschlossene NPD-Verbotsverfahren der Länder eingereicht wird, ist noch unklar.